bis jetzt sieht es jetzt so aus. Ich habe das jetzt nochmal eine zweite Schicht gemacht. Also ich habe das heute über Nacht, heute, also ich habe es letzte Nacht trocknen lassen und bin jetzt, ich zeige das nochmal vernünftig in die Kamera. Ich habe gesehen, dass es zu hoch war. Also mit diesen beiden Farben habe ich danach gearbeitet, mit diesem Royal Flash von Ideen mit Herz. Gibt einen schönen glänzenden Metallic-Effekt. Habe auch noch mit den Stenciln noch ein bisschen gearbeitet. Es sieht jetzt alles ein bisschen wild vielleicht aus. Ich versuche das jetzt ein bisschen zu strukturieren, ein bisschen ruhiger vielleicht auch noch zu machen. Das sind jetzt so die Feinarbeiten. Ich habe jetzt eine kleinere Acryl, also so ein richtig deckendes Acrylgrün genommen, um jetzt einfach noch mal dazwischen zwischen diesen weißen Linien einfach noch ein bisschen wieder Struktur reinzubringen. Ja, dass es auch jetzt nicht so verschmiert ausschaut. Einfach ein bisschen ja, Lebendigkeit, dass auch die Blume jetzt so ein bisschen zur Geltung kommt und da ist recht viel Chaos, ja, sage ich mal, so drumherum. Wobei das Chaos gefällt mir total gut. Ja, vielleicht wenn, also das muss jetzt auch noch wieder trocknen. Und da werde ich wahrscheinlich auch dann die Linien einfach mit so einem Grün nachziehen. Damit es einfach, ja, damit man auch das Blatt als solches erkennt. Also teilweise erkennt man es, aber halt auch nicht überall. Ist halt so. Und ja, das werde ich jetzt machen. Einfach ein bisschen die Sachen hier ausfüllen. Das auch nicht diese Streifen, die da jetzt so vorgewischt waren, dass man diese arg sieht. Oder eigentlich gar nicht sieht. Mal schauen, ob ich es hinkriege. Ich muss noch ein bisschen vorsichtig sein, weil ich hier wieder gestencelt habe hier vorne. Gestencelt. Und hier eigentlich umdrehen, weil da habe ich es eigentlich nicht gemacht. Ich drehe es mal um. Von der Seite aus genauso malen und hier ist trocken. Ist trocken, kann ich mich besser auflegen. Dann kann man die Sachen, die so ein bisschen unterlaufen sind, ausgleichen. Dazu brauchen wir halt ja, eine richtig deckende Acrylfarbe. Die anderen, das ist ja alles von Teddy und Action. Größtenteils, sage ich mal. Und ja, da kann man für 1 € für so eine Flasche nicht viel erwarten. Da brauchen wir schon vernünftige Farbe. Die das deckend. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich werde da jetzt die Kamera wieder ausmachen, damit es nicht zu lang ist wieder. Und dann schalte ich euch einfach wieder dazu, wenn es wieder interessant wird. Ja, jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden. Jetzt habe ich ziemlich viele Stellen hier ausgebessert, die so übergelaufen sind. Und das werde ich jetzt trocknen lassen. Ein bisschen ist dann von dem Grün auch wieder zu viel, was das Weiß verdeckt. Aber da kommt dann, wenn das jetzt getrocknet ist, nochmal wieder das Stencil drauf. Und dann gehe ich nochmal mit Weiß drüber. Ja, die Blätter, das weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Das ist jetzt noch nicht so ideal, aber ich denke, wenn, wie gesagt, wenn das Stencil drauf kommt, dass das auch irgendwie noch mal so ein bisschen kaschiert wird. Hier diese Übergänge, die werde ich natürlich noch ändern. Mir ging es jetzt erstmal um das Hauptmotiv, um diesen schönen Hibiskus.
oder die Hibiskusblüte. Und ja, mir gefällt sie total gut. Da wo halt das halt so schön ausschaut, das wird halt so kaschiert. Und ja, Übergänge halt wie gesagt auch geschaffen. Ist es halt doch eine Sache, die nicht mal eben in 10 Minuten gemalt ist. Also ich bin jetzt da schon einige Stunden dran. Jetzt, wo ich außerhalb der Kamera jetzt gemalt habe, ist jetzt auch wieder eine Stunde vergangen. Nur an dieses kleine Ausflicken sozusagen. Aber es macht auch Spaß. Und es muss ja auch alles nicht zack, zack über die Bühne gehen und dann das nächste Projekt irgendwie, das ist ja irgendwie so Akkordarbeit soll es ja auch nicht sein, es soll ja entspannen. Mich entspannt es gerade und ich freue mich halt auch drüber, wenn es an die Wand kommt. Also, mir gefällt es total gut. Das ist auch nochmal richtig eine schöne Motivation zusätzlich. Ja. Und gibt bestimmt den einen oder anderen Trick, wie man es anders, besser, schneller machen kann, wie auch immer. Das ist jetzt also mein Weg und ja, mir macht das Spaß, so gerade wie es ist. Und das ist ja auch die Hauptsache, ne? Das ist ein Hobby, was man hat und es soll entspannen, schon Spaß bringen und es ist auch ein Zeitvertreib mit und wenn ich mich jetzt da abhetzen soll, damit ich jetzt ein schnelles Video für euch habe, das finde ich blöd. Ihr dürft da gerne immer mal mitschauen. Ich mache das deswegen jetzt auch in drei Teile. Einfach, dass man ein bisschen mehr zu gucken hat vielleicht. Und ja, vielleicht entspannt euch das hier auch, das Gucken, wenn es euch aufregt, wie ob es hier zu laut ist oder zu chaotisch oder wie auch immer, was ich schon wieder lesen muss, den Kommentaren, dann macht einfach aus. Also ich gucke mir jetzt auch nichts an, was mir keinen Spaß bringt. Und ich gucke auch nur das, wo ich Lust drauf habe. Also, bitte tut euch da keinen Zwang an, wenn es euch zu stresst, wie ich meine Videos mache. Einfach nicht schauen. Da braucht man mir auch jetzt keine Kommentare schreiben, dass es zu laut, zu wuselig oder keine Ahnung was ist. Ich werde das jetzt sowieso so machen, wie ich das denke in meinen Videos. Und man kann nicht jeden Geschmack treffen. Möchte ich auch gar nicht. Wenn es ein, zwei Leuten schon gefällt oder die auch eine Idee haben oder Lust haben, was zu malen, wie auch immer, kreativ zu sein oder einfach nur beim Schauen, unter anderem von meinen Videos, einfach sich entspannen können mit einer Tasse Kaffee oder irgendwas, dann freut es mich. Und wenn es euch, wie gesagt, nicht gefällt, dann gefällt es euch nicht. Dann schaut es einfach nicht an. So, und jetzt lasse ich es mal wieder trocknen oder schaue ich mal, wie es weitergeht, aber das, ich finde, man kann schon ganz gut erkennen in der Kamera, wenn ich mir das jetzt da so da oben so anschaue, da seid ihr, dann ist es schon recht voll. Aber jetzt so, wenn ich so drauf schaue, gefällt es mir total gut. Wie gesagt, diese Übergänge hier, wo es jetzt so dunkel ist, das wird auch noch kaschiert. Und dann entsteht halt so ein Bild nach und nach. Und das geht einfach nicht schnell. Jo, so sieht es jetzt aus. Ich habe das jetzt trocknen lassen. Bin nochmal mit dem Stencil rüber, also mit der Hibiskusblüte rüber. Und habe dann mit Acrylfarbe, mit dicker, also gut deckender, bin jetzt da nochmal so in die
Da, wo es mir zu arg über oder drunter gemalt ist, habe ich das alles ein bisschen ausgebessert. Ich habe dann mir überlegt, also ich habe ja dann das Royal Flash hier genommen, das ist ja auch mehr so pastenartig. Und ja, es schimmert jetzt auch richtig schön durch. Und da, wo es halt zu weit untergelaufen ist, habe ich das mit einem kleinen Pinsel und dem Grün halt das alles ein bisschen ausgebessert. Jetzt bin ich dabei und bessere das noch mit dem Grün hier aus. Da, wo ich denke, dass jetzt da zu dick ist, der dunkelgrüne Strich, dass ich da irgendwie noch die Blätter noch so ein bisschen hintupfe. Jetzt kann man es nämlich auch gut übermalen. Ich habe, glaube ich, drei Schichten habe ich, glaube ich, mittlerweile drauf. Und jetzt kann man es auch mit dem Pinsel. Also ich habe es vorher getupft mit so kleinen Tupfern. Und jetzt eben mit Pinsel und Farbe kann man das gut nochmal ins Detail gehen. Weil es jetzt eben auch gut deckt. Also ist schon ein bisschen Arbeit drin. Aber es hat mir jetzt echt Spaß gemacht. Und finde es auch sehr hübsch. Und freue mich dann auch, wenn ich es dann aufhängen kann. Richtig die Blätter nochmal richtig schön ausmalen und ein bisschen in Form bringen. Was das? Fertig mit dem Grün.
geht und fein umgekippt. Die da alles im Weg hier rum. So, dann einfach mit dem Weißen jetzt auch nochmal. Metallic Farbe. Weiß auch nochmal ein bisschen drüber. Da brauche ich weniger von, weil ich ja eher zu viel vorhin hatte und dann ziemlich viel wegmachen musste. Den Grün. So. Das lasse ich jetzt so, das muss ja auch nicht 1A übereinstimmen, also weitgehend schon, aber nicht 1000%ig. Und ich bin jetzt hier fertig, würde ich sagen. Ich überlege halt noch, ob ich hier noch mal so ein paar weiße Punkte mache. Oder ob es zu viel wird und die Stelle gefällt mir hier auch noch nicht so ganz so gut. Da gehe ich, glaube ich, doch noch mal mit dem Stencil rüber. Nehmen wir mal grün. Mache ich halt auch damit die ganze Zeit schon. Dann schon wieder zu weit rüber. Ja, hat es mich nichts. Also auf jeden Fall schon mal besser. Dann ist das da kaschierter und da auch noch mal rüber. Schmieren da den Rand. Da kommt auch was hin. Schon ganz gut. So. Ja, ob das da schon ein bisschen weiter rein.
muss ich da ein bisschen überall mal rüber matschen. So, jawohl. Einmal drehen. Kommt da oben auch noch was hin. Bisschen zu langweilig. So. Gut. So, man könnte jetzt da auch noch mal hell mit weiß, aber das muss jetzt erstmal trocknen. Das ist jetzt nichts. Habe ich mir überlegt, jetzt werde ich vielleicht auch noch mal ein bisschen tupfen. Und zwar bisschen an den Rändern.
heißt es. Das gefällt mir gut. Das glaube ich, würde ich jetzt so lassen. So ein bisschen restgrüne Farbe von dem hier, wo ich angefangen habe mit. Das werde ich jetzt noch so ein bisschen hier am Rand verstreichen. Könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Das ist Platzmangel, aber wie man Ränder verstreicht, ist der auch. So. Da hatte ich schon. Und da muss ich noch. So. Ein bisschen Weiß dazu. Also ganz einfache Acrylfarbe nochmal da mit reinmischen. Und dann habe ich das hier auf der Palette drauf und das mische ich mir jetzt einfach da und dann kann ich das verstreichen. Ein bisschen Farbe rein. Nicht zu viel. Oha. Also so habe ich da Farbe. Das werde ich jetzt ein bisschen vermischen. Und dann streiche ich das da ein. So. Muss dann jetzt noch trocknen, dann gehe ich wahrscheinlich noch mal ein zweites Mal darüber, dass es nicht ganz deckt. Ja, und dann zeige ich euch gleich das fertige Ergebnis an der Wand, würde ich sagen. Ja, so sieht das gute Stück jetzt aus. Ich halte es mit der Hand. Ich kann noch ein Stück zurückgehen. Ihr seht dann noch so ein paar Nägel links und rechts. Da kommt noch ein bisschen andere Deko hin. Ich habe das Bild, was vorher gehangen hat, jetzt abgenommen. Und ja, jetzt ist halt das Bild. Und ich finde es total schön. Und ich finde auch diese Hibiskusblüte jetzt richtig schön. Ich konnte mir das am Anfang auch nicht so wirklich vorstellen. Aber ja, ich bin begeistert. Alles Geschmackssache. Ich weiß, jeder hat seine Farben und seine Form. Und ja, so ist es jetzt geworden. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. Ciao, ciao!